herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. So, der Bürgermeister hat uns gesagt, dass wir die Parzelle hier kaufen können. Das ist schon mal schön. Außerdem kriegen wir sogar die Fahrzeuge subventioniert. Da müssen wir uns gerade mal gucken, was wir da brauchen. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Traktor. Eine Kettensäge habe ich ja schon. Ich gehe mal gerade beim Händler gucken, was der mir empfiehlt. Da müssen wir mal gucken, ey. Und wir kriegen eine fette Subventionierung der Maschinen. Das ist natürlich das Gute daran. Was ich jetzt allerdings außer Acht gelassen habe, ist... Wir müssen auch das Auto noch bezahlen. Muss ich gerade mal den Händler fragen, auf wessen Namen das läuft. Oder ich gucke nachher mal selber in den Fahrzeugschein. Hallo, Herr Peter. Hallo. Ich wollte nur mit Ihnen sprechen, wegen dieser... Wir wollten uns doch mal wie zur Ökopartei ernennen. Ja. Oder gründen. Da habe ich einen wichtigen Schritt schon gemacht. Ich bin gerade bei Ihnen auf dem Hof. Ich parke kurz. Ja. Okay. Kommt in den Hof? Ja. So. Ha. Sehr gut. So, jetzt. Ja. Ich bin gerade am überlegen, war der Herr Racex da auch mit dabei? Ich frag den gerade mal. Herr Racex, hallo. Wie waren Sie du, Jürgen? Wie war denn dein Stand nochmal damals bei der Autobahn, die der Bürgermeister bauen wollte? Inwiefern? Na, warst du dafür oder dagegen oder hast du dich enthalten? Also mich hat es nicht wirklich interessiert, aber ich habe mich einfach mal zu meinen Kollegen mit zur Autobahnstrecke gestellt. Ach so, okay. Okay. Na, dann haben Sie ein langes Anliegen? Nee, ich wollte nur 4 Sachen bestellen. Ja, dann, ja. Dann warte ich hier gerade mal. Sie können ja mal machen. Ja. Ich gehe mal gerade an den Computer, Peter, Hans-Peter. Ja. Ich würde da gerne was im Katalog nachschauen, ja? Ja, schauen Sie ruhig. Tschüss. Ja. So. Gehe ich doch mal gerade hier gucken. Ich muss nämlich hier... Wo hat er denn den Computer jetzt versteckt? Ich glaube hier irgendwo. Ah, hier. Okay. So. Ich brauche einen Anhänger. Und zwar haben wir hier die Forsttechnik. Ist halt die Frage, was wir uns jetzt hier... Ich brauche eine Stubenfräse. Jetzt ruft der Reinhard schon an, das ist ja interessant. Hallo Herr Reinhard. Hallo Herr Reinhard. Irgendwie ist mein Auto gerade gesprungen, keine Ahnung was, falscher Gang. Hallo. Ich wollte Ihnen nur sagen... Also, ich werde noch mal ausschreiben, ob sich jemand anderes als Förster bewerben will, weil halt, damit jeder die Chance hat, falls jemand unbedingt möchte. Okay. Aber Sie, ich glaube, so viele wollen keinen Förster machen, also denke ich jetzt nicht. Okay. Ja, machen Sie sich Gedanken, also Kettensäge ist klar, Scorpion King oder wollen Sie einen Komatsu? Keine Ahnung. Also ich bin bisher selbst nur den Komatsu gefahren und muss sagen, der lässt sich sehr leicht handeln. Habe ich mal in Schweden gemacht. Ich hatte jetzt eigentlich nicht mit so viel Budget gerechnet. Meinetwegen können Sie auch den günstigsten haben. Ich lass mir das durch den Kopf gehen. Ja. Weil ich brauche ja auch... Also, ich brauche ja jetzt zum Beispiel, wenn ich 2 Bäume fälle, nicht hier mit dem Ponze ankommen. Nee, da haben Sie recht. Kettensäge ist klar. Also ich würde da eher mal eine Nummer kleiner fahren. Okay. Aber wie gesagt, ich habe es nicht vergessen. Ich bin gerade beim Hans-Peter und schaue dem seinen Katalog durch. Ich würde mich dann bei Ihnen melden. Ja, machen Sie das. Gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. So.
kommt der hier mit dem Komatsu? Was soll ich denn damit? Wie soll ich denn damit arbeiten? Also ich will ja hier keinen Wald roden, sondern ich will hier produktiv Forstwirtschaft betreiben. Und zwar Öko-Forstwirtschaft. Also warte mal. Biobalance. OM 300. Hallo. Servus. Servus. Die kann man, glaube ich. So. Ja, die kann man sogar. Okay. Also ich finde ja, dein Katalog ist interessant. Was war denn jetzt dein Fazit von dieser Taifun, von der Dings da, Seilwinde? Hat die funktioniert? Die ist Schrott. Die ist Schrott. Okay. Aber war das jetzt, hat die einen bautechnischen Fehler oder? Ich glaube, die Firma hat komplett, um es wortwörtlich zu nehmen, verschissen. Okay, Mit das ist dieser natürlich. Ist natürlich Seilwinde. schade. Ja. Okay. Muss ich wohl wieder zurücksenden. Ja, okay. Weil ich werde der zukünftige Förster wohl sein. Oh. Was könntest du denn zu der Fliegel Longneck Kombi Plus sagen? Das ist ja auch sowas Ähnliches wie eine Seilwinde. Da habe ich sehr schlechte Erfahrungen mit. Ja. Das ist sehr, sehr schwer zu steuern. Und da das Aber nur so klein ist. okay, ich liebe aber Herausforderungen. Dann wissen Sie, weil ich habe der Herr Bürgermeister. Also mir ist aufgefallen, dass Sie alle hier mit Holz zu tun haben. Und Alle. ja, irgendwie schon. Ich hatte jetzt schon ein paar Holzaufträge. Okay. Und deshalb habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es gut, wenn die Stadt Schwatzingen oder die Gemeinde Schwatzingen einen Förster hätte. Das wäre sehr gut. Und deshalb bin ich gerade mal am gucken, was denn so alles notwendig wäre. Also auf jeden Fall mein Anhänger zum Aufladen. Ja, Und dann. und der Förster hat gemeint, der Herr Bürgermeister hat gemeint, er wird mir sogar was subventionieren, wissen Sie? Das wäre ja Oh dann ja. optimal. Ja. Ja. Haben Sie nicht so einen richtigen Forsttraktor? Posttraktor. Ein Forsttraktor. Was Gutes für den Forst. Ich Also könnte mir ich. höchstens den Ford vorstellen, den ich habe. Ach Weil so. ich glaube, mehr Traktoren habe ich momentan nicht. Na, aber wie schaut es denn zum Beispiel bei dem Steyr aus? Bei dem Kleinen. Ein Steyr. Ja, da könnte man Frontlader dran machen. Unter welcher Kategorie sprechen wir? Mittelklasse. Ah, der Profi CVT. Ja, genau. Ich glaube, der ist schon etwas besser geeignet. Oder gut geeignet. Denke ich auch. Dann schreibe ich mir den mal auf. Also ich muss dem Bürgermeister halt dann irgendwie sagen, das und das will ich haben. Und deshalb, okay, die Ausstattung, die merke ich mir dann nochmal. Der ballert halt rein, der kostet ein bisschen was. Der ist Aber das schon. ist, ach, das wollte ich, genau, der Jürgen kam ja vorhin dazwischen. Ja. Das ist nämlich genau das, was ich wollte, weißt du? Jetzt bin ich nämlich schon, wenn ich als Bürgermeister, als Dings unterwegs bin, Ja. als Förster, dann kann ich Ja. genau schon in die Öko-Richtung gehen. Ja. Dann ist das ja schon alles geschwätzt. Warte mal, was war das? Was brauchen wir hier? Wie viel? 1500, 1600 Kilo braucht man da für die Maschine, okay. Und hier ist egal. Okay. Was können Sie mir denn für ein Gewicht empfehlen für den Steyr? Welches sieht denn schön aus? Gewicht. So 1600, 1500 Kilo. Als Gewicht. Also ich würde schon re relativ schwer nehmen. Ich hätte auch Also gerne. zwischen welcher bei Ständen sie denn? Ja, entweder Akku oder Sauer. Sauer. Ja, das Größte wird sich wahrscheinlich nicht rentieren, aber ich würde schon das SB 1600 nehmen. Das ist von Sur. Aber das finde ich so hässlich.
Aber es soll ja nur ein Heckgewicht sein, von dem her, ja, okay, passt. Ja, das Akku hat zwar nur hat 100 Kilo weniger, aber sieht für mich auch besser aus. Okay. Ja, ich nehme mal das so. Oh, ich glaube, da draußen, da stehen ein paar Leute rum. Ich weiß nicht, ob die was von Ihnen wollen. Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung, Versammlung oder so, keine Ahnung. Und dann bräuchte ich natürlich noch eine Frontlader-Kombination. Frontlader. Das wäre ja dann die 100. Wie viel PS hatte der Steyr? Maximal. Müssen, keine Ahnung. Muss gerade noch mal Was rein. leider nicht alles 175. auswendig. 175. Ja, der Katalog ist ja Dann, da. Dann bräuchte ich noch ja. den FZ 60. 60 für 8K. Stoll. Dann natürlich noch die Poltergabel. Ja, auch von Stoll. Die Stoll. Für 800. Was war nochmal von der Suhr SB 1600? Was kostet die nochmal? Ich schaue. Sua 1600, die kostet 1450. 1450. Okay. Und dann habe ich, glaube ich, alles. Kettensäge besitze ich ja schon. Ja. Und dann wäre die Frage, ob mir der noch ein kleines Häuschen finanziert. Muss ja auch nicht so Ich viel sein. glaube, das gehört nicht zum Forstequipment. Ne, eigentlich nicht. Wo sind Okay. Ja, aber das man kann ich ja ja wann? vielleicht dann selbst in Auftrag geben. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen Geld. Okay, gut, dann bedanke ich mich erstmal, dass ich Ihren Katalog benutze oder Ihren Computer benutzen durfte. Jo, auf jeden Fall. Aufgeschrieben habe ich Ja. mir alles und dann vielen Dank. Gell? Guck mal, ob Ja. ich gerade den Reinhard nochmal Tschüss. abfangen kann. Tschüss. Wo ist denn der Reinhard Volker. hier? Hallo, Hallo, Herr Warone. Jürgen? Hallo. Hallo. Was Der los? Reinhard ist bei mir im Telefon. Ach so, kannst du mir den Grammar rüberreichen? Klar, hier. Hallo? Hallo, Hallo. du, Sie, Herr Reinhardt, ich habe da jetzt mal Sag. eine Aufstellung gemacht. Ja, warten Sie, ich muss mir einen Zettel holen. Müssen Sie sich hinsetzen, das glaube ich auch. Einen Zettel holen. Ach so, 900, Und zwar. 907, So, ab jetzt. 2. Gehen wir gerade mal ein bisschen auf die Seite. Ja, machen Sie das. So. Moment, ich rechne gerade nochmal zusammen. 5, 5, 5. Sie müssen nicht zusammenrechnen, Sie müssen mir die Geräte sagen. Zusammenrechnen tue ich. Naja, ich rechne Ihnen schon mal trotzdem zusammen. Das sind Ach 9, so. 27, 2, 8, 1, 10, 11, 12, 12, 12 und 6 sind 18 und 30, Verona. 21. Ja. 21. Moment, ich muss kurz im Kopf rechnen. 21, 21, 4 sind Ich hänge 1. gerade einen Hänger hier an, okay? Nee, das stimmt nicht. Das sind Wegen meinem Handy. kommt 9. Oh Gott. Wie bitte was? Ich habe nicht. Was jetzt nicht. Was wollen Sie? Also, ich habe jetzt mal gerechnet. Wollen Sie sich hinsetzen? Ich sitze. Okay, also ich käme auf schon eine hohe Summe. Aber ich muss sagen, ich bin Mal. günstiger wie ein Ponzer alleine. Oh, das freut mich zu hören. Ja. Sie wissen ja, ich als Bürgermeister muss immer ein bisschen mit dem Geld haushalten, ne? Ja, eben deshalb. Deshalb habe ich ja nicht gedacht, also, wissen Sie, so ein Scorpion King, der kostet gleich mal für eine halbe Million. Der ist schon teuer, das muss ich sagen. Ja, deshalb. Aber andererseits, die Frage ist halt auch immer, je nachdem, ob jemandem das Geld wert ist, einen Scorpion King sich zu Klar. kaufen. Aber sie wachsen ja so oder so. Das hoffe ich doch. Ich gebe Ihnen jetzt mal die Daten, wenn Sie wollen, die Daten durch. Ja? Das wäre einmal die Bio-Bells, also unter. Oder soll ich sie Ihnen einfach zufaxen? Können Sie machen. Nee, komm, machen wir es kurz durch. Ach, so eine Stubbenfräse. Stubenfräse Bio-Bells. Also wir sind bei Forstmaschinen, ja? Ja, welche Ausstattung? Standard Arbeitslicht?
Arbeitslicht wäre gut, dann könnte ich auch noch abends arbeiten. Hauptfarbe lassen wir so. Hauptfarbe nehmen wir bitte weiß. Oh, schade. Also, 150 Euro bekommen Sie abgezogen. Hey, Varuna! Ja. Soll ich Ihnen den Herrn Jonas weiterleiten auf Ihr Telefon? Der hat schon bei mir angerufen. Ach so. Sie sollten mir. Ja, Sie haben aber noch mein Telefon. Wir können. Ach so, ja, dann gebe ich Ihnen das zurück. Danke. Tschüss. Ja. Was ein Fail. Ich habe gar nicht mitgekriegt. Stimmt, das hat. Stimmt. Naja. Gut. So. Also die Biobells haben sie mit der Farbe weiß. Ist zwar. Kostet so irgendwie 3000 Euro knapp. Genau. Dann haben wir vorne die Fliegel Long Neck Kombi Plus. Ich habe gerade Kopfschmerzen, ich kann gerade nicht in den Katalog schauen. Ich sag Ihnen den Namen und den Preis. Ja, sagen Sie mir den Fliegel Preis. Long Neck Kombi Plus. 3500 kostet die. 2500. Was ist das, wenn man mich fragen darf? Ich habe Das ist so eine Rückkehrmaschine für die für Bäume. So, jetzt müssten sie auch wieder in den Katalog kommen. Ist das Das dritte im Fliegel? Katalog. Fliegel. Ich guck mal unter Marken, da finde ich mehr. Fliegel, Fliegel, Fliegel. Ah ja, 3500. Ist so ein Packarm. Genau. Ja. Dann wären wir noch bei den Forstmaschinen beim Stepa-Anhänger FHL 13 AK. Ja, 54.000. Exakt. Also der Hans-Peter hat mir gesagt, die Taifun, die ist Schrott, die soll man nicht kaufen. Ja, die ist wirklich Müll. Dann wären wir noch bei Stoll Frontlader, den Frontlader Stoll. FZ60. Oh, jetzt bin ich wieder aus. Ich werf dauernd meinen Katalog weg. Der ist aber schlecht. Ja. 9.000 kostet der. Den hätte ich auch gerne in der Farbe. Moment. Man kann keine Farben beim Dolly Doch. wählen. Ich kann das nicht. Der Stoll Egal. FZ60. Ach so, Stoll. Ich hab Dolly verstanden. Nein, Stoll FZ60. Ach In so. Case IH. Die Poltergabel ganz hinten, auch in Case. Dann das Gewicht. Ein Gewicht. Sur So SB160. 1600, oder? Ja. In Case IH. So schaut's aus. Den Flieger, den Es scheint Stepa. so, als. Es scheint So. so, als wollen Sie einen Case kaufen. Das verwirrt sie jetzt ein bisschen. Nein, wollte ich nicht. Und Okay. dann, also ich investiere ja schon ein bisschen in die Zukunft, ja, dass Ja. wir nicht gleich schon wieder was neu kaufen müssen. Dann wird man bei Moment, mittelgroße Traktoren. Den Steuer, lassen Sie mich raten. Genau. Wir möchten ja so ein bisschen gute Forsttechnik haben, dann nehmen wir den Steyr. Qualität aus Österreich. Ja. Sie werden es mir nicht glauben, aber den kriegen Sie sogar 5% subventioniert, meine ich 5%, Okay, dann. weil der AdBlue hat. Ah ja, dann machen wir Aber sagen kurz. Sie mir nochmal die Ausführung. Breit plus Gewicht. Also. Bei den Reifen. Breitreifen und Gewichte. Die Top-Variante an Motor. Ja, gibt ja nur zwei Und verschiedene. natürlich Frontlader, sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Ja, also 121.500 kostet der. Gut. Das wär's gewesen. Minus 5%. So, ja, könnte ein bisschen dauern mit der Liste. Ist kein Problem. Ich muss jetzt sowieso gleich mal zum Feierabend essen gehen. Okay. Ich bedanke mich für Ihr Telefonat erstmal und Sie melden sich dann bei mir. Ja, machen Gut, Sie es. bis dann. Tschüss. Tschüss. So Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao.